Oh mein Gott. Weißt du, ich glaube, es ist eine Waffe. Oh mein Gott, Digga! Das will ich nicht anfassen. Digga, warum ist hier eine Waffe, Alter? Hä? Nie im Leben! Und ich muss auf jeden Fall sagen, seit diese Geschichte passiert ist, sind einige komische Sachen geschehen. Okay, Leute, lasst das mal versuchen. Ich versuche hier mit diesem Tuch, ohne das zu berühren, diese Waffe zu betätigen. Oh Gott, Digga, das kann ja was werden. Okay, 3, 2, 1. Okay, Leute, ich glaube, ich hätte diese Waffe, die ich gefunden habe, einfach dort liegen lassen sollen. Denn bisher gibt sie mir so viel Kopfschmerzen. Wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Video und ein so ein Fund, wo ich so eine Waffe einfach finde, mir so viel Kopfschmerzen bringt. Denn ich habe jetzt auch einen Brief von der Polizei erhalten und wie es aussieht, muss ich zur Polizei gehen und die Waffe abgeben. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich rufe meinen Anwalt an und kläre das alles mit ihnen, aber so werde ich. Ich werde trotzdem nochmal mit meinem Anwalt telefonieren, was da los ist, aber heute gucken wir mal, ob die Waffe echt ist. Und ja, viele von euch haben schon geschrieben in Kommentaren so, ey Simon, das ist eine Software. Und die anderen meinen so, oh, pass auf und so. Das, und ich habe ja schon beim letzten Video gesagt, als ich darüber gesprochen habe, von wegen, auch wenn es eine Software ist, vielleicht war sie beim Überfall da. Und jetzt sowieso, wo ich einen Brief von der Polizei bekommen habe, ich kann leider nicht zeigen, weil da steht Aktenzeichen und alles drauf. Und ich kenne euch Schlawiner, dann schreibt ihr dann einfach so Polizei, Aktenzeichen, so und so. Deswegen, nee, das nicht. Aber für die Leute, die nicht wissen, was los ist, ich habe eine Waffe gefunden. Dann habe ich Briefe bekommen, jetzt gerade von Polizei. Und hast nicht gesehen, auf jeden Fall. Es passiert ja so viel. Auf diesem Kanal passiert so viel, Leute. Deswegen gebt erstmal einen dicken Daumen hoch. Gebt erstmal einen dicken Daumen hoch, wenn ich mir mit dieser Waffe in mein eigenes Auge schießen soll. Soll ich mir ein Auge schießen? 30.000 Likes und schieße mir mein Auge. Nein, Quatsch. Nein, und heute werden wir die Waffe testen. Und nicht vergessen, Leute, jeden Tag hier auf diesem Kanal ein Video. Falls du nicht abonniert hast, abonniere jetzt mit einem Klick auf den Abonnieren-Button und einem Klick auf die Glocke, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video uploade, wie das hier zum Beispiel. Also sei der Erste. Und manchmal kommen die Ersten sogar ein kleines Geschenk. Das wissen aber heute nur die, die immer am Anfang dabei waren. Ne? Deswegen mach die Glocke an und wir testen jetzt einfach mal die Waffe. Ich hole sie jetzt einmal ganz kurz und dann geht's los. Oh, meine Freunde, hier haben wir die Waffe. Und ich habe es, wie gesagt, ich habe immer sie mit so einem Ding angefasst, weil ich halt nicht wollte, dass meine Fingerabdrücke da gezeigt werden. So sieht sie aus. Boah, kann man schon mal sehen. Ich habe auch schon bei euch gesehen, in den Kommentaren meintet ihr zu mir. Check auf jeden Fall mal den Rücken ab oder wie das hieß. Von wegen, ups, oh Scheiße. Hier hinten soll irgendwas stehen von Joule oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und zwar soll diese Joule bedeuten, wie viel Kraft die hat. Das ist die, die ich gefunden habe. Leute, wenn ihr noch nicht wisst, was es abgeht mit der Waffe, dann auf jeden Fall die letzten Videos in der Beschreibung angucken. Ich kann hier jetzt keinen Joule erkennen. Das heißt, ich kann leider nicht so nachvollziehen, ob sie echt ist oder nicht. Aber, Moment, ich hole mal ganz kurz was, um zu gucken. Ich nehme einfach mein altes Mikrofon her. Ich nehme einfach, um zu gucken, das ist übrigens mein Mikrofon, um zu gucken, ob sie echt ist. Aber ich glaube schon mal nicht wirklich, denn wenn man schon so drauf hat, meint eigentlich von euch, sie hört sich nach Plastik an. Und ich glaube auch hier hinten sieht man nämlich, dass da so ein rotes Ding ist. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist dafür da, um zu zeigen, dass es halt nicht um eine echte Waffe handelt, falls die Polizei kommt und ja, und du die draußen rum hast, dass du halt daran sehen kannst, dass sie nicht echt ist. Glaube ich mal, bin ich mir nicht sicher. Aber wenn man nämlich vorne auch guckt, dann sieht man hier, ich weiß nicht, ob das fokussiert, da sieht man hier unten so ein kleines Plastikding. Und der Abzug sieht auch ein bisschen nach Plastik aus. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ich sie anfassen darf, weil sie vielleicht noch ein Teil vom irgendeinem Überfall ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich sie anfassen darf. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ja, ich teste einfach mal, ob das... Also es hört sich auf jeden Fall nach Plastik an. Ich bin mir nicht sicher, ich check mal. Also ich glaube, ja, was heißt ich glaube? Ich denke schon, dass die nicht echt ist, oder? Ist auch kein Magazin drin oder so. Wow, 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 wow. Okay. Okay, was zum Teufel war das gerade? Ich glaube, das war es rausgesprungen. Das war das hier. Okay, das, ja gut, das ist klar. Es handelt sich, also Leute, es ist klar, die Waffe ist nicht echt, es ist eine Software, aber sie ist halt wahrscheinlich trotzdem, weil ich auch einen Brief bekomme von der Polizei, ein
ja, eine Waffe von Überfall, weil ich habe euch schon gesagt, also es kann natürlich sein, dass jemand, obwohl es keine echte, jetzt ist klar, es ist keine echte, Leute, ihr habt die Antwort, es ist keine echte Waffe, finally haben wir die Antwort, aber es kann halt sein, dass sie halt echt benutzt worden ist bei einem Überfall, denn wie gesagt, beim Überfall sieht man jetzt nicht, ob das eine echte Waffe ist oder nicht, das heißt, ein Räuber wird dann nicht wirklich darauf Acht geben, so, oh, du musst jetzt echt aussehen oder so, aber hier haben wir das gerade bekommen, das war ein bisschen, das war, glaube ich, doller, als ich mir vorstellen mögen könnte. Irgendwas stimmt hier aber trotzdem nicht. Irgendwie ist das mir doch ein bisschen zu heikel gerade. Lass es mal ganz kurz, weil ich glaube nicht, dass sowas legal ist zu holen, oder? Also wenn das jetzt eine Software ist, eine ganz normale, was ist ja, wie es aussieht, glaube ich nicht, dass mit so einer Kraft das erlaubt ist, oder? Ich weiß auch nicht, ob ich sie jetzt anfassen soll ganz normal oder soll ich jetzt nur das Tuch benutzen? Ich bin mir nicht sicher, ich habe keine Ahnung, aber ich teste mal mehr, weil irgendwie, ich lass mal testen, wie doll diese Schusskraft ist gerade. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Digga, das ist mega interessant gerade. Okay, pass auf. Wir nehmen hier. Ich habe nämlich so viel. Ich mache ja, ihr kennt ja, ne? Challenges und sowas. Ich habe so ein Helium-Ding. Lass mal was versuchen. Und zwar, wenn wir das hier ranmachen. Ja gut, wie soll ich das jetzt machen mit keiner Hand frei? Lass das mal probieren. Ich weiß nicht, ob das. Digga, das wird ja, das wird krass. Ahnt mal, warte mal ganz kurz ab und check mal, was. Okay, das Ding ist auf. Okay, pass auf, Jungs und Mädels. Das wird krass. Alter, ich werde jetzt versuchen, einmal ganz kurz, wie es sein wird, wenn ich das Ding abschieße. Mit dem, mit der Software, ja, kann man jetzt auch so sagen. Ist halt jetzt eine Software. Aber guck mir, wie stark das ist, weil irgendwie, die ist mir noch stark genug. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding, wenn das eine ganz normale Software ist, dann kann man ja einfach die mit nach Hause nehmen und sagen, ja, nee, das war nicht mit Überfall, das hat damit nichts zu tun, das ist privat benutzt. Irgendwie so. Aber wieso versteckt man die? Deswegen, lass mal ganz gucken, ob die auch wirklich, wie krass stark die ist. So, das Ding lassen wir erstmal fliegen. Okay, dann gehen wir mal jetzt. Oh shit, ich habe ja keine. Ich versuche irgendwie einfach. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwas habe, womit ich das anfassen kann. Also ich nehme einfach hier so ein. Ich lasse so ein Ding hier. Der, warum zum Teufel ist hier Shampoo? Boah! So, ich nehme mal das, um zu gucken. Das ist mega interessant. Ey. So, ich werde damit jetzt das Ding anfassen, bevor ich da irgendwas falsch mache. Ich weiß, also man weiß ja nicht, ob das halt trotzdem mit zu irgendeinem Überfall gehört oder nicht. Leute, ey, das ist eine krasse Story. Scheiße, wie soll ich das denn jetzt aufmachen? Ich glaube, das macht man einfach ziehen, oder? Oh, ach, das ist schwer, das ist richtig schwer. Oh. Okay, ich nehme mal die Kugel. Ich habe auch nur eine, das heißt, ich darf es nicht verlieren, weil das kam ja gerade da selber raus. Wie soll ich das denn machen, ohne sie anzufassen, Alter? Okay, ich packe das mal rein. So, was muss ich jetzt machen? Das weiß ich leider nicht, Leute. Oh, hier wahrscheinlich. Ja, okay, wunderbar. Gut, ich hab sie jetzt. Lass mal kurz checken. Lass mal checken, wie doll sie ist. Weil wenn das Ding, wenn diese Waffe das Ding kaputt machen kann, dann wissen wir, das kann doch nicht stimmen, oder? Okay, Leute, lass das mal versuchen. Ich versuche hier mit diesem Tuch, ohne das zu berühren, diese Waffe zu betätigen. Oh Gott, das kann ja was werden. Okay, 3, 2, 1. Ihr müsst wissen, wie weit weg ich bin. Das ist jetzt wegen der Kamera, so sieht man nicht, wie weit weg das ist. Aber es ist locker schon so 3 Meter. Das Objektiv halt. Okay, lass mal gucken. 3, 2, 1. Wow! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the hell? Und warum klebt das? Warte mal, hä? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wie kann das denn? Das ist bestimmt nicht legal. Irgendwas stimmt hier immer noch nicht mit dieser Kamera, mit dieser Waffe. Weil, guck mal, jetzt kleben auch diese Dinger hier noch fest. Also von Luftballon selber kann das nicht sein. Aber wenn ich jetzt den Luftballon berühre, das ist ein ganz normaler Luftballon. Das heißt, vielleicht hat diese Kugel irgendwas Special-mäßiges drin. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich halt nicht aus, aber vielleicht hat diese Kugel so. No, vielleicht ist das keine normale Kugel. Ich weiß es halt nicht. Aber ich glaube, ich habe diese Kugel verloren. Oh no. Ah, Mist, jetzt habe ich diese. Ah, jetzt habe ich sie verloren. Leute, ich habe die Kugel leider verloren. Deswegen kann ich sie leider nicht testen. Was. Ich habe eine Idee. Lass uns versuchen, diese noch mehr zu testen, weil. Der Luftballon, habt ihr gesehen, wie weit weg das war, das ist trotzdem explodiert. Lass uns versuchen, mit dieser Waffe, die wir gefunden haben,
mal so richtig Dinger kaputt zu machen, wie zum Beispiel Wassermelone oder sonstiges. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann muss ich mir halt irgendwie so diese Kugeln kaufen. Ich glaube, in dem Fall wahrscheinlich normale Kugeln, nicht diese extra Special Kugeln hier, die so Sachen kleben lassen. Wenn ihr wollt, dass ich das mal mache, so diese Waffe teste und natürlich noch so Polizei geht, da abgebe, Digga, dann hinterlasst, wie gesagt, einen dicken Daumen hoch. Und dann werde ich mir so ein paar Sachen holen. Ich werde mir einfach versuchen, diese Kugeln irgendwo zu holen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mir die holen kann. Wenn ihr wisst, wo ich mir diese Kugeln holen kann, schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil ich kenne mich da nicht aus. Ich glaube nicht, dass ich einfach so, einfach so zur Rewe gehen kann oder so und diese holen kann. So ist es wahrscheinlich nicht. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und ey, wir müssen das auf jeden Fall ausprobieren, weil das ist ja mal richtig heftig. Leute, also diese Waffe, Digga, die ist echt nicht, ich weiß nicht, was damit los ist. Aber wie gesagt, ich bin kein großer Fan hier von der Geschichte. Also ganz, ganz komisch, Leute. Ey, bleibt auf jeden Fall da dran. Diese Story wird definitiv noch weitergehen. Also, falls du nicht abonniert hast, abonniere jetzt mit einem Klick auf den Abonnier-Button und einen Klick auf die Glocke, falls du noch nicht getan hast. An alle, die es schon gemacht haben, danke. Nicht vergessen, jeden Tag um 15 Uhr hier auf diesem Kanal ein Video. Manchmal sogar mehr. Aber das ist erstmal die Story mit der Waffe, Alter. Das ist ganz, ganz komisch. Wieso? Ich verstehe nicht, wieso das da geklebt hat. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Oh, Mann.